Er sagt es selbst. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz am Wochenende beim Joggen gestürzt ist, muss er Termine in den kommenden Wochen mit Augenklappe wahrnehmen. Auf X, vormals Twitter, veröffentlicht er ein Foto, das ihn mit Abschürfungen im Gesicht und der Augenklappe zeigt. Bin gespannt auf die Memes, fügt er hinzu. Der Aufruf wird zugleich erhört. Ein Nutzer verändert Scholzes Parteizugehörigkeit und verortet ihn passend zu seinem neuen Look bei den Piraten. Pikanterweise spricht die letzte Nachricht auf X unter dem vom Kanzleramt veröffentlichten Foto davon, mit den aufstrebenden Nationen Asiens, Südamerikas und Afrikas auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten. Allerdings wird wohl niemand dem SPD-Politiker vorwerfen, auf dem rechten Auge blind zu sein. In der Affäre Aiwanger hat er sich gerade wieder klar positioniert.